Nur wenige Tage, nachdem der Abgeordnete Werner Königshofer mit seinen Aussagen für Aufregung gesorgt hat und deswegen aus der FPÖ ausgeschlossen wurde, gibt es nun Empörung über die Freiheitliche Polizeigewerkschaft, berichtet die Zeitung heute. In der Gewerkschaftszeitung werden die Arbeitsbedingungen der Polizei nämlich mit einem Bild illustriert, das Zwangsarbeiter in einem Konzentrationslager zeigt. Das Aquarell Arbeit in der Gießerei zeigt KZ-Häftlinge bei der unmenschlichen Zwangsarbeit in der Granatengießerei. Gemalt hat das Bild Etienne van Pluch, der die Zeit im Konzentrationslager Sachsenhausen überlebt hat. Und genau dieses Bild illustriert den Artikel Schwerarbeit, was ist darunter zu verstehen, in der Mitgliederzeitung der Freiheitlichen Polizeigewerkschaft in Niederösterreich. Der Bundesobmann der Freiheitlichen Polizeigewerkschaft sieht darin jedoch keine Verharmlosung der NS-Zeit. Nun, das ist für mich eine geschmacklose und völlig unzulässige Interpretierung. Hier geht es einmal mehr gesagt nur um das Sachthema der Schwerarbeit. Dafür wurde dieses Bild auch ausgelebt, nicht für die zeitgeschichtlichen Hintergründe, die sich hinter diesem Bild verbergen. Unzumutbar ist diese Darstellung für den Vorsitzenden des Mauthausen-Komitees. Ich finde es empörend, dass man es überhaupt zu Schwerarbeit heute setzt. Das waren damals Menschen, die geknechtet worden sind, die um ihr Leben gearbeitet haben. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Gegenwart. Die FPÖ-Spitze spricht von einem Schlampigkeitsfehler, der ihr zwar leid täte, Konsequenzen soll es aber keine geben.